Willkommen in Texas, wo sich etwa 120.000 Rennbegeisterte versammelt haben, um beim diesjährigen Großen Preis der USA dabei zu sein. Sie sind gespannt, wir sind gespannt und ich hoffe, Sie zu Hause sind es auch. Boxenstops mit dieser Strategie.
Mischung 2. Regen eventuell schon in 15 Minuten einsetzt. Die Rennleitung fand deine kreative Interpretation, was die Streckenbegrenzung angeht, nicht so toll. Du hast gerade 3 Sekunden Strafzeit erhalten. Tolle Leistung von Pastor Maldonado. Er hat den Tag auf dem ersten Platz beendet und holt damit einen Sieg für Venezuela.